der Fahrstuhl fährt. Ich habe es gleich beim zweiten Mal geschafft, ihn zum Laufen zu bringen, einfach reingegangen. Das Problem ist, ich habe dummerweise Audacity angehalten und habe vergessen, es wieder zu starten. Das heißt, dies hier ist eine Nachsynchronisation für die nächsten anderthalb Stunden, aber mehr dazu gleich. Erstmal haben wir hier Verbündete, wie es scheint. Wegtreten! Na dann, auf ins Gespräch. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Können die Viecher die Steuerung einer Bahn bedienen? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde hier keinerlei Vermutungen mehr anstellen. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han-O-La konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Wir haben sowas noch nie gesehen. Was wissen Sie darüber? Ich bin kein Xenobiologe. Sie sind schnell, bösartig und es gibt einen ganzen Haufen von ihnen. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Venezia, ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine Einzelne ausrichten könnte. Eine Matriarchin ist in der Lage, sich selbst lange am Leben zu erhalten. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohn unten in der Krankenstation. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Mich hat einfach Ihr Vorgehen beeindruckt. Eine Woche lang Angriffen standzuhalten, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Nur die Besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Die Einrichtung ist Erzählen so Sie mir von den Die Einrichtung ist so angelegt, dass sie einem Ansturm standhält. Die Geschütztürme und Alarmanlagen werden aus einem Kontrollraum beim Quarantänelabor gesteuert. Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist das auch nicht mein Problem. Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. Ola. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors. Es wurde in einem Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil. Wenn etwas schief läuft, heizen Sie es einfach auf und versenken es im Eis. Normalerweise gelangt die Kuh mit einer Bahn von der Central Station zum Labor. Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert. Hören Sie mal. Ich werde meine Leute nicht dort runterschicken. Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Ja, klar doch. Na? Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Gut, dann noch über Venezia vielleicht? Jawohl. Oder? Sind Sie sich sicher, dass die Matriarchin noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von... Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Gut, damit Labore wie alles. Dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle mal ausschwärmen! Los! Und da kommen sie auch schon. Tja, dann habe ich jetzt endlich mal Gelegenheit, auch ein bisschen zu sprechen hier, während ich in der Vergangenheit schon Viecher bekämpft habe.
Wir haben gesehen, ich habe mich ein bisschen verdrückt bei den Gesprächen. Das wird mir auch in der Aufnahme noch ein paar Mal passieren, während Gareth sich hier gerade schon tot auf dem Boden liegt. Das wird ein bisschen kompliziert jetzt, weil eben das Timing doch ein bisschen doof ist. Gut, wir haben es soweit geschafft. Ich möchte nur noch mal das Sturmgewehr wieder aus. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Greifen die immer hier an? Ist doch eine offensichtliche Schlachtbank. Ihre einzige andere Option wäre über den Berg und durch die Schächte. Und sie frieren wie jeder andere auch. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Sie müssten nur mal mit einem großen Haufen an Leuten kommen. Gut, wir machen uns auf zu den Sicherheitslaboren. Und an dieser Stelle, das kann ich schon mal sagen, mache ich einen kleinen Fehler. Ich hätte eigentlich erstmal den Raum noch ein bisschen erkunden sollen, beziehungsweise den Gang, der hinter Captain Ventralis, hieß er glaube ich, ne, lang führt. Denn dort geht es in den Quartierbereich, den wir dann später noch erkunden werden. Und dummerweise habe ich damit die einzige Gelegenheit vertan, mit diesem Volus, der da rausgekommen ist, zu sprechen. Das haben wir dann leider verpasst, aber wir können nun in die Sicherheitslabore, die rechts sind. Dreh dich mal bitte nach rechts, dankeschön. Nicht nach links, nach rechts, da drüben ist nämlich zu. Hier geht es in die Sicherheitslabore, genau. Und wir machen uns auf den Weg nach unten. Ist jetzt ein bisschen blöd, denn in den Gesprächen habe ich natürlich keine Ahnung, wann ich wieder den nächsten Punkt angeklickt habe, falls ich doch mal irgendwas gesagt habe. Also das Timing wird ein bisschen schwierig, aber ich hatte die Wahl zwischen Pest und Cholera. Denn neu aufnehmen wäre schwierig gewesen, da der letzte richtige Speicherpunkt 4 Stunden vor diesem gewesen wäre. Oder 3. Zum Anfang der Aufnahme eben. Aber sprechen wir erstmal hier mit Tartakovsky. Den haben wir, glaube ich, schon mal gelesen irgendwo, ne? Irgendein Log von dem. Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Klingt voll Psycho. Richtig, ich bin ein Spekter des Rats. Wer sind Sie? Ich bin Jaroslav Tartakovsky, Leiter der Verwaltung. Ich würde ja aufstehen und Ihnen die Hand schütteln, aber Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Moment. Ist er eine Asari-Matriarchin? Asari? Ich habe keine gesehen. Dann ist sie in Sicherheit. Auf der Riftstation. Das ist unwichtig. Sie müssen mir zuhören. Bin Hetz hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Innen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Kälteschlaf. Rachni? Die Kroganer haben sie vor 1000 Jahren ausgelöscht. Das stimmt auch. Milliarden Verluste waren in diesem Krieg zu beklagen, auf beiden Seiten. Sie haben ein 1000 Jahre altes Ei ausgebrütet? Ja, und es war kompliziert, weil es so lange gefroren war. Dass es die Jahrhunderte überlebt hat, war ein kleines Wunder. Binhex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Augenblick. Braucht man nicht auch ein Männchen, um Eier zu produzieren? Königinnen werden mit dem genetischen Code ihrer Väter geboren. Die Eier werden aus der Kolonie gebracht, um allein zu schlüpfen. Königinnen können Dutzende Eier in ein paar Stunden legen, in ein paar Tagen eine Kolonie gründen. Auf diese Weise haben sie sich so schnell ausgebreitet. Sie von ihrer Mutter zu trennen hat nicht funktioniert. Ach, das war genau das Falsche. Ich glaube, dass Rachni sich ohne eine Königin nicht richtig entwickeln können. Ihr Verstand formt den der Kinder. Diese Rachni sind unkontrollierbar. Dann müssen wir doch nur die Königin hierher bringen. Nein. Das wird leider nicht funktionieren. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden.
Mir ist dieses Reinigungssystem nicht geläufig. Es erzeugt Explosionen aus Neutronenstrahlung, tötet alles innerhalb der Station. Außerhalb der Station können Genschäden verschiedener Ausmaße entstehen. Klingt auf jeden Fall voll beruhigend, würde ich sagen, ne? Ich weiß nicht, was ich hier gerade erzählt habe an der Stelle, aber es war offenbar länger. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Und das war's auch für ihn. Wie auch immer sich diese Rache hier reingeschlichen hat. Ich glaube, wir sollten uns um sie kümmern. Gut, wir haben also gehört, die Rachni sind eigentlich ausgestorben gewesen, seit 1000 Jahren, und nun wurden sie mit einem eingefrorenen Ei wieder zum Leben erweckt. Aber irgendwas ist eben auch schief gelaufen, weil sie die Kinder von der Mutter getrennt haben. Leider können wir hier nicht weiter zum Rand ran, sonst könnten wir sehen, wie viele da unten sind. Auch wenn das jetzt noch nicht auf dem Radar angezeigt wird, gleich wird es das. Da werden wir sehen, dass es doch schon ein paar sind und es schon besser ist, die mit dieser Neutronenreinigung auszuschalten. Gut, wir müssen zu dem Mira-Terminal, das ist mir in dem Moment noch nicht ganz klar, weil ich denke, weil ich die ganze Zeit davon ausgehe, dass dort uns nur Auskunft erteilt wird. Aber gleich werde ich feststellen, dass ansonsten hier nichts weiter ist. Gut, warum ich die Wahl zwischen Pest und Cholera hatte, hatte ich schon erklärt. So habe ich die Probleme, dass ich in den Gesprächen immer das Timing etwas ungünstig habe, dass ich nie weiß, wann ich weiterklicke und auch nie weiß, wie weit ich ausholen kann beim Erklären oder Besprechen. An der Stelle schaue ich nochmal, ob irgendwas drinsteht. Es steht auch drin, mit Mira sprechen. Und die andere Alternative wäre eben gewesen, stundenlang nochmal nachzuspielen, wobei wahrscheinlicherweise nicht alle Gesprächsoptionen in früheren Gesprächen die gleichen gewesen wären, wie ich sie jetzt hier gewählt habe. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. Das war falsch. Ach so. An der Stelle stelle ich nochmal den Modus um, damit wir es nochmal in einer anderen Farbe sehen können. Und wir stellen fest, nur noch Shepards Waffe ist schwarz. Und auch das wird sich gleich legen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt können wir wieder online mit vernünftigen Lichtverhältnissen spielen. Ist das nicht ein Traum? Ja, und jetzt darfst du was auswählen, bitte. Los geht's. Nee, das kennen wir alles schon. Du darfst dann schon die Neutronenreinigung... Wie viele Rachni sind hier? Tut mir leid. Das Sensorennetzwerk ist zu beschädigt, um eine präzise Zählung durchführen zu können. Okay, das kennen wir doch noch nicht. Lass mich deine präziseste Schätzung hören. Schätzen liegt außerhalb meiner vorgegebenen Parameter, Commander. Du musst aber hochrechnen können, oder? Also, ist irgendwie komisch. Na gut. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Den haben wir. Los geht's. Komm, ab, husch, mach los. Worauf wartest du? Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Gut, damit wird die Neutronenreinigung bald ausgelöst. Und wir sehen schon, hier ist richtig was los. Und wir sollten uns ganz schnell von hier verprügeln, wenn wir nicht ebenfalls gereinigt werden wollen. Schön finde ich ja auch, äußerst beruhigend, dass auch außerhalb der Labore Genschäden auftreten können durch diese Neutronenreinigung. Macht ja nichts, ne? Was soll's? Aber ich mag dieses Radarbild, da denkt man erstmal, what the fuck? Gut, wir kämpfen uns den Weg frei. Die Rachni sind ausgelöscht worden vor einiger Zeit und sind nun wiederbelebt worden. Davon kann man halten, was man will. Ja, immer wieder Stufe auf Stufe. Die Sache ist halt... Achso, das habe ich ja hier zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erwähnt, sondern es war ja erst in dem verloren gegangenen Teil der Aufnahme hier. Ich sehe halt Mord immer als die schlechteste Alternative an, und das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Oder die Auslöschung einer Art kann eigentlich nie die Lösung eines Konflikts sein. Das darf eigentlich nicht sein, und deswegen ist es natürlich verwerflich, was damals getan wurde, dass die Rachni einfach ausgelöscht wurden. Die andere Frage ist, ist es denn auch ethisch vertretbar, sie nun wiederzuholen, wenn sie einmal ausgestorben sind? Beziehungsweise, sie werden ja nicht einfach ohne Grund wiederbelebt worden sein, nicht aus Nächstenliebe. Ganz besonders nicht, wenn es unter Sarens Kommando geschehen ist, unter Sarens Auftrag. Hier bei Binhex. Und da sollten wir mal die Waffe wechseln. Pump Action, los geht's. Bam.
Genau, also es wird ja nicht ohne Hintergedanken getan worden sein. Und da ist natürlich die Frage, wie ethisch vertretbar ist das denn? Dann sind die jetzt überhaupt noch die Art von damals? Oder sind sie nicht Sklaven der Forschung, die hier betrieben wurde? Ich weiß, die Zeit läuft ab, aber ich muss unbedingt nochmal versuchen, da am Rand zu schauen, ob da die Viecher sind. Leider kommen wir immer noch nicht bis zum Rand. Von daher auf nach oben und schnell flüchten, bevor die Neutronenreinigung aktiviert wird. Und dann macht es Puff. Damit wäre das Problem der außer Kontrolle geratenen Rachni beendet. Wir verteilen erstmal ein paar Punkte. Tja, die Frage ist, worauf gehen wir jetzt am besten? Wir haben seltsamerweise für Liara und Garrus plus einen Punkt jeweils, während wir zwei haben. Ja, und da ist am ehesten wahrscheinlich die Elektronik. Achso, wir schauen gerade die erweiterte Überlastung. Oder vielleicht doch der Asari-Wissenschaftler. Für Garrus haben wir den turianischen Agenten schon voll. Da ist die das Sturmangriffstraining vielleicht gar nicht so schlecht. Oder aber auch die Panzerung. Wir sehen schon, hier gibt es auch Elektronik. Die Panzerung wäre eigentlich nicht schlecht, weil Garrus ständig stirbt. Also er ist wirklich immer so ziemlich der Erste, der stirbt, habe ich das Gefühl. Deswegen kann es nicht schlecht sein, die Verteidigung ein bisschen hochzusetzen, damit ihr das richtig in Erinnerung habt. So, bei Shepard selbst könnte man natürlich ein bisschen auf die Schrotflinte gehen. Aber Spectre-Training zu erhöhen ist auch nicht schlecht, weil ich gerne die meisterhafte Einigkeit hätte. Je kürzer die Zeitspanne ist, die wir haben, bis wir wieder die Einigkeit auslösen können, desto besser. Und wir haben gesehen, da hinten ist immer noch zu. Wir haben also jetzt dadurch keinen neuen Weg geöffnet. Denn unser Weg führt uns tatsächlich nicht hier unten lang. Nein, das ist zu. Brauchst du gar nicht probieren. Unser Weg führt uns tatsächlich nicht hier unten lang, sondern wir müssen oben durch die Quartiere durch. Ich schon hätte betreten können, habe ich aber nicht getan. Deswegen begeben wir uns nochmal nach oben und schauen uns dort ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja dort irgendwas. Ja, also natürlich finden wir dort irgendwas. Ich meine, ich weiß es ja. Genau, und wir werden aber gleich eine kleine Überraschung überleben. Ja, überleben werden wir auch, aber wir werden sie vor allem erleben. Da hinten ist zu. Das ist auch auf der Karte so eingezeichnet, dass es dort gar nicht weitergeht, also das wird sich auch nie öffnen. So, und wir sehen schon, hier ist ansonsten keiner mehr, so wie vorher, als sie noch die Verteidigungsstellung gehalten haben. Ein bisschen merkwürdig. Aber gut, was soll's, hier gibt's nichts zu tun. Deshalb, so viel Eis und Schnee auf einem Haufen habe ich selten gesehen. Ja, Garrus. Deshalb schreiten wir voran und erleben eine Überraschung. Tut mir leid, Shepard. Wir haben Anweisungen von Benesia. Feuer! Und das ist leider ein Todesurteil, Ventralis. Tut mir leid. Es war eine dumme Entscheidung, gegen mich kämpfen zu wollen, auch wenn du natürlich nur deinen Befehlen folgst. Aber vorher noch so auf Sicherheit bedacht und dann legst du dich wirklich mit einem Spectre und seinem Team an. Das kann nicht gut gehen. Und deshalb ist es nur gerecht, dass du stirbst. Und da haben wir noch eine von der Safe-Sicherheit. Oder SAFE-Sicherheit, wie sie ja heißen. Schleichen wir uns doch mal von rechts an. Mit der Pumpgun. Denn wir sind nah genug dran. Und BAM! Vielleicht nochmal? Jawohl. Das war's auch für den. Damit haben wir die SAFE-Sicherheitsleute schon mal weggeräumt. Hinten ist noch eine Drohne, die uns angreift. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache, warum ich mich so seltsam da wegdrehe. Achso, ich glaube, ich habe das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so realisiert, dass da noch wieder eine Drohne ist. Jetzt wahrscheinlich schon. Und deshalb holen wir die uns auch noch fix, die Angriffsdrohne. Solltest du vielleicht hingehen, das könnte helfen. Jawohl. Und damit sind wir wieder relativ sicher. Wir sehen aber unten auf dem Radar sind schon die nächsten Gegner. Deswegen ist ja auch nichts mit Speichern an der Stelle. Hier unten ist die Krankenstation des Quartiers und hier hätten wir diesen Volus, der überlebt hat, gefunden. Ich habe leider keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Das System ist online und steht für Medizin. Wir brauchen im Moment nichts mehr. Wie Sie meinen, Commander. Ich melde Sie ab. Gut, Mera, wir brauchen dich wirklich nicht. Hier hätten wir diesen Volus gefunden, hätten mit ihm sprechen können. Ich glaube, es hätte vielleicht sogar einen Quest gegeben. Ich bin mir nicht sicher dabei. Auf jeden Fall haben wir ein paar Auskünfte verpasst. Aber ist jetzt nichts Weltbewegendes, was uns dadurch entgangen ist. Ist leider auch ein bisschen blöd gemacht, weil, naja, man wird halt zu den Sicherheitslaboren runtergeschickt. Und wenn man das macht, verpasst man was.
Gut, was soll's. Wir hören aber schon, ein Salarianer von der SAFE-Sicherheit schreit schon wieder rum. Das heißt, wir müssen da wieder ein bisschen morden. Das hat leider nichts gebracht. So schön, wie diese Kiste hier rechts umkippt dabei, ne? Und den einen Salarianer komplett begräbt oder den einen von der Safe-Sicherheit hier. Zack, weg ist er. So, auch der ist weg. Bleibt nur noch der eine, der versteckt sich dort hinter der Kiste und will auch nicht vorkommen. Dadurch ist er zwar im Moment lang sicher, aber letztendlich bringt es ihm nichts, wenn ich dann ein Stück vorrücke und damit hat sich das dann auch erledigt für ihn. Die Eingangszelle, die räumen wir lieber weg, bevor noch jemand anderes drauf schießt und uns damit hier in die Luft jagt. Und hier sollte irgendwo jemand sein. Ja, da drüben. So, beseitigt. Und du ebenfalls. Drei Stück sogar. Na Mensch. Okay, wieder die Eingangszelle weggeräumt und vorangeschritten. Jetzt kommen wir in den Bereich, in den wir sogar müssen. Allerdings werde ich gleich nochmal leider eine leichte Verirrung haben und deswegen nicht so ganz wissen, wo es weitergeht. Denn ich mach dich fertig. Ja, ist klar. Die sind aber auch wirklich, also Ventralis meinte ja noch so, das sind die Besten der Besten hier, ne? Die Besten der Besten der Besten. Und die sind hier angestellt. Seltsamerweise lassen die sich doch äußerst leicht wegräumen, also die halten wirklich nichts aus. Von daher kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das wirklich die Besten der Besten sein sollen. Gut, nehmen wir den Aufzug und begeben uns in andere Gefilde. Wir sehen übrigens, jetzt ist die Waffe auch nicht mehr verpixelt. Wir haben endlich wieder vernünftige Lichtverhältnisse und so wird es auch bleiben. Wir müssen nicht mehr umstellen auf die anderen Lichtverhältnisse, um etwas sehen zu können. Das heißt, von nun an lässt sich das Spiel wieder voll und ganz in den gewöhnlichen Lichtverhältnissen und Grafikverhältnissen genießen. Die Zeit der Helligkeit ist vorbei.